Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir schauen uns heute 10 Filmfehler an, die du nicht bemerkt hast. Die Filmreihe über die Abenteuer von Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow natürlich, ist mit 5 Filmen ziemlich umfangreich. Warum machen die immer so dumme Jokes dazwischen? Ist das so, dass man den Captain Jack Sparrow nennen soll und nicht Jack Sparrow? Ich habe Fluch der Karibik, no joke, ich habe es nie geguckt. Alles mit Rittern und Piraten und sowas, Mittelalter, wirklich geht alles an mir vorbei. Johnny Depp ist in seiner Piratenrolle wirklich unglaublich gut. Wahrscheinlich haben sich schon viele auf den ersten Blick in Jack verliebt. Besonders als er in seinem fast versunkenen Boot am Ufer ankommt und die ersten Schritte auf den Steg macht. Dieser Moment hat das Publikum so sehr verzaubert, dass niemandem aufgefallen ist, dass er in nur einer Sekunde die Beine getauscht hat. Was? Seht selbst. Hier bereitet er sich mit dem rechten Fuß darauf vor, auf festen Grund zu treten. Ja. Und nur eine Sekunde später setzt er seinen linken Fuß auf den Steg. Ja gut, aber es kann ja auch sein, dass er zuerst seinen rechten Fuß und dann wurde erst beim linken die Kamera angemacht. Also das sehe ich jetzt nicht so als Fehler. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in einer der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte ein Fehler verbirgt? Bestimmt kennt ihr die Szene sogar, wenn ihr Titanic noch nie im Leben gesehen habt. Ganz einfach, weil es so viele Parodien davon gibt, das kennt ja dass jeder. Fast jedes verliebte Paar ein Bild im Titanic-Stil besitzt. Ja, wir sprechen von der Szene am Bug des Schiffes. So romantisch und vertraut. Niemand... Ach, das ist ja wirklich Leonardo DiCaprio. Ey, ich find's immer noch so crazy, dass er in Titanic einfach mitgespielt hat. Das ist schon brutal irgendwie. Das ist einer der bekanntesten Filme aller Zeiten. Bevor Jack zusammen mit Rose am Bug steht, war er im Film aber schon mal da, als er sich am Anfang die Delfine angesehen hat. Selbst die Kamera ist dabei ähnlich eingestellt. Oh mein Gott. Das ist ein anderer... Bug, what? Hä? Da hätte man wirklich drauf achten müssen. Mittlerweile hat wirklich jeder schon mal von den historischen Fehlern in der neuen Version von S gesprochen. Kameras in den Läden. Oh. Na ja. Falsche Autos auf der Straße. Aber das sind alles nur kleine Details im Vergleich zu den unheimlich talentierten jungen Schauspielern und dem charismatischen Bill Skarsgård, der einen ziemlich einschüchtern kann. Wir wollen die Aufmerksamkeit allerdings auf einen anderen Fehler lenken, der sofort am Anfang des Films auftaucht. Ich habe den Film nie gesehen. Weil ich alle Horrorfilme meide. Close. Bill sitzt auf dem Bett und bastelt für seinen kleinen Bruder ein Boot. Von der Seite, die wir sehen, kann man keine zerknüllten Servietten auf dem Bett liegen sehen. Ja. Nur eine Sekunde später... Ja, aber es kann doch sein, dass der Cut einfach... Also ich habe, wie gesagt, den Film nicht gesehen, aber es kann auch sein, dass es ein Cut war und dann gezeigt wurde, okay, er hat jetzt schon irgendwie 3-4 Mal was gezeichnet und dann... Oder ist das vom Heulen? Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Jetzt zeigt uns die Kamera Georgie, dann wieder Bill und schon liegen 2 Servietten auf dem Bett, statt einer. Ihr glaubt, er hat sich damit nur mal schnell die Nase geputzt? Es dauert aber nur weniger als eine Sekunde. Und Bill hatte nicht mal die Zeit, die Hand beim Husten vom Gesicht zu nehmen. Ach, ja gut, dann ist es doch nicht so, dass es das später darstellt, gestellt wird. Zieht man das kleine Budget dieses Superheldenfilms in Betracht, dann ist der erste Film über den redefreudigen Antihelden überraschend gut geworden. Doch selbst hier finden sich einige Fehler. Erinnert ihr euch noch an den Moment, als Colossus den Hauptcharakter mit Handschellen an sich kettet? Natürlich zu seinem Besten. Zuerst sägt sich Deadpool seine linke Hand ab und danach lässt er sich eine neue wachsen. Zwischen diesen Szenen gibt es allerdings eine kurze Szene, in der Deadpool fällt und in einem LKW entkommt. Pausiert man hier den Film im richtigen Moment, dann sieht man einen absolut unerwarteten Fehler. Wade springt ohne seine linke Hand von der Brücke. Und eine Sekunde später sehen wir aus einem anderen Kamerablickwinkel, dass er keine rechte Hand mehr hat. Das gilt allerdings nur für einen kurzen Moment während dem Fall. Danach landet Deadpool nämlich wieder ohne seine linke Hand. Sieht aus, als hätte da einer der Künstler das Bild gespiegelt. Warum? Warum? Der letzte Film der Trilogie, Die Rückkehr des Königs, war ziemlich lang. Selbst die Kinoversion ist noch 3 Stunden und 21 Minuten lang. Der Director's Cut ist sogar noch länger, nämlich über 4 Stunden. What? Die zahlreichen Enden des Films können jeden irgendwann zum Gehen bringen. Und es scheint so, als wären da auch die Schauspieler selbst keine Ausnahme. Die Elben bereiten sich also mit Bilbo, Gandalf und Frodo darauf vor, in den Westen über das Meer zu ziehen, weil bald das Zeitalter der Menschen anbrechen wird. Herr der Ringe ist schon irgendwie Vorbote so von Hobbit, oder? Oder... Diese, wie heißt denn das? House of Cards. Ich habe den Namen vergessen, aber diese überbekannte Mittelalter-Serie, wo jede Folge irgendwer bums und irgendwer stirbt. Ey, ich habe no joke den Namen vergessen, aber gehört das alles irgendwie zusammen, weil es wirkt für mich so. Ich würde jetzt auch denken, dass das diese Serie da ist. Die Charaktere weinen und verabschieden sich voneinander. Mhm. Und das geht so weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und... Sam konnte das ganze Drama anscheinend nicht mehr ertragen und hat die Weste abgelegt, die er die ganze Zeit getragen hat. Okay.
Wie sollte man sich sonst erklären, dass sie plötzlich auf magische Weise verschwunden ist? Wir bezweifeln, dass Frodo sie einfach gestohlen hat, um ein Andenken an ihn zu haben. Ich habe keine Ahnung, wer Frodo ist, wer Breitling ist, wer Gandalf. Ich habe gar keinen Plan von diesen Filmen. Tut mir leid. Ich tritt gerade wahrscheinlich ganz viele Wunden bei ganz vielen Zuschauern, aber es hat mich nie abgeholt. Der Film über das Leben der französischen Königin Marie Antoinette von Sofia Coppola, Tochter des berühmten Regisseurs Francis Ford Coppola, wurde 2006 gefilmt. Der Film hat einen Oscar für die besten Kostüme erhalten, die wirklich unglaublich sind. Unter diesen unglaublichen Kleidern, Anzügen und Hüten des späten 18. Jahrhunderts findet sich aber auch ein unscheinbares Objekt aus einer anderen Zeit. Der Hauptcharakter kauft sich Schuhe, Kleider und Schmuck, sucht sich Fächer aus, trinkt Champagner, isst Kuchen und genießt das Luxusleben in vollen Zügen. Es gibt so einige schöne bunte Bilder und sie wechseln so schnell, dass es fast Standen da gerade Chucks? Unter den königlichen Schuhen finden sich nämlich auch ein paar lila Converse. Natürlich ist das schon eine etwas ältere Marke. Aber auch wieder nicht so alt, dass sie die Königin von Frankreich tragen konnte. Also sorry, da muss man doch drauf achten. Bevor du einen Film irgendwie in die Kinos kommen lässt, musst du doch den eigentlich auf 0,1-facher Geschwindigkeit gucken. 20 Stunden lang, einen ganzen Tag lang, um wirklich zu gucken, ob alles vernünftig gemacht wurde. Seid ihr Fans der Harry Potter Filmreihe oder habt ihr die Bücher gelesen? Dann wisst ihr wahrscheinlich, dass Harrys Augen in der Geschichte grün sind. Genauso wie die seiner Mutter. In Nahaufnahmen sieht man aber sehr deutlich, dass Daniel Radcliffe seine Kontaktlinsen nicht getragen hat, sodass der Junge, der Überlebte, in der Filmversion blaue Augen hat. Der Grund dafür ist aber nicht, dass der Schauspieler zu faul gewesen ist, sondern einfach die Reaktion seiner Augen auf die Kontaktlinsen. Oh. Daniel Radcliffe konnte sie einfach nicht lange tragen, sodass sich der Regisseur entschieden hat, ihn nicht damit zu quälen. Am Ende ist die Augenfarbe ja nicht allzu wichtig. Wie im Buch haben die anderen Charaktere immer wieder gesagt, dass Harry die Augen seiner Mutter hat, was so auch keine Fragen aufwerfen konnte. Das Problem ist, dass es im 8. Teil eine Szene mit den Erinnerungen von Snape gibt und wir dabei Harrys Mutter während seiner Kindheit gesehen haben. Eine wunderschöne, klare Nahaufnahme zeigt, dass Lily Potter braune Augen hatte und das ist keine Farbkorrektur. Oh, Snape, ne? Hey, Snape, bester Mann. Ich freue mich jetzt auch schon so demnächst, so November, Dezember, Weihnachtszeit. Mal gucken, wieder alle Harry Potter-Teile. Ey, das ist einfach so ein Ritual geworden irgendwie. Da wir uns ja schon in der Welt der Magie befinden, können wir uns auch noch die Fehler eines anderen Films im magischen Universum von Rowling ansehen. Mhm. Dort gibt es nicht nur Fantasiewesen, sondern auch fantastische Fehler. Erinnert ihr euch noch an die Szene in der Bank, bei der Jacob Kowalski einen Koffer voller Backwaren mitbringt, um ihn dem Banker zu zeigen? Seht ihr die Cupcakes in der Ecke? Wenn die Bilder wechseln, ändern auch die Cupcakes mehrmals ihren Standort. Oder hat Jacob, als die Kamera nicht gefilmt hat, vielleicht immer mal wieder ein Häppchen... Das ist Lost. Fucking Lost. Und das ist halt wirklich auch ein neuerer Film. Der ist ja vielleicht 5-6 Jahre alt oder so. Da hätte man wirklich drauf achten müssen. Aber ich bin auch, no joke, ich bin kein Fan von den fantastischen Tierwesen. Auch so, es soll ja ein neuer Harry Potter Teil... Kam der schon raus oder kommt der noch raus? Ich weiß es nicht, mit den Kindern von denen. Ich auch kein Fan von. Einfach mal eine Serie ruhen lassen. Der 21. James-Bond-Film war gleichzeitig der zweite in der Karriere von Daniel Craig. Er sieht im Grunde wie ein typischer Teil der Filmreihe aus. Es gibt Verfolgungsjagden, Schüsse, Luxusautos und natürlich James Bonds berühmten Spruch. The name's Bond. James Bond. Was sagt er noch immer, was er für ein Getränk trinkt? Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Oder was war das nochmal? Schreibt sie unten in die Kommentare! Seht euch doch einfach mal den Kerl hinter Craig an. Wir wissen schon, dass man beim Anblick des coolen 007 auf dem Motorrad nicht unbedingt die Menge begutachtet. Aber ihr könnt uns ruhig glauben, dass es sich lohnt. Schließlich fegt der Kerl doch wirklich die Luft. Die Szene dauert nur ein paar Sekunden. Oh aber Gott. Man behält sie noch lange danach im Gedächtnis. Ey, warum? Also das ist wirklich verloren. Bist du verloren, mein Junge, oder was? Quentin Tarantino ist ein unheimlich talentierter Regisseur mit einem ganz persönlichen Stil. In einer Szene sieht man zum Beispiel eine Kopie der Büste der ägyptischen Königin Nofretet. Okay. Die 1912 durch den Archäologen Ludwig Borchardt entdeckt wurde. Der Film spielte allerdings 1858, also noch lange vor der Ausgrabung der antiken Hauptstadt von König Echnaton. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Erinnert ihr euch noch an die coole Dynamitexplosion in der Villa? Oh, lol. Ohne Zweifel eine faszinierende und dramatische Szene. Die Sache ist aber, dass das Dynamit, das Django benutzt, erst Jahre später erfunden und 1866 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Man muss wirklich bei so Vergangenheitsfilmen auf so viele Sachen achten, ne? Und das Krasseste ist, glaube ich, wirklich, wenn du öffentliche Szenen drehst, einfach darauf zu achten, welches Auto nehmen wir, wo stellen wir die hin, blablabla. Also es bringt so viele komplexe Schwierigkeiten mit sich, wenn man einen Vergangenheitsfilm drehen muss. Deswegen bleibt doch einfach in der Gegenwart. Ist doch viel einfacher und ich finde auch, damit fühlt man sich irgendwie mehr identifiziert
Wenn ich mich hier selber angucke, kann ich mich nicht mit mir identifizieren, weil ich habe seit 2 Tagen nicht geduscht. Von daher würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos auf dem Lookroo-Kanal hier nicht zu verpassen. Ich glaube, fange jetzt mal wieder mit den Harry-Potter-Teilen an.